Am 21. Dezember 2020 wird das Urteil gegen den Attentäter gefällt, der am 9. November 2019 versucht hatte, bewaffnet in die Synagoge in Halle einzudringen. Nur die stabile Eingangstür hatte das beabsichtigte Massaker verhindert. Das antisemitische, rassistische und antifeministische Attentat reiht sich ein in eine Liste rechtsterroristischer Angriffe neuen Typs. Moment mal, hat mit dem Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit über Hintergründe und Radikalisierungsmechanismen gesprochen. Der Attentäter in Halle hat alleine gehandelt, aber er ist ein Prototyp eines neuen Rechtsterroristen. Er ist weltweit vernetzt gewesen, global in sozialen Netzwerken hat er sich bewegt. Er hat diese Hass-Community nicht nur konsumiert, er wollte sie auch mit seinem Livestream bedienen und damit weitere Täter diesen neuen Typus anstacheln, auch zuzuschlagen. Und diese Täter kennzeichnet vor allem, dass sie eben vorher nicht groß auffallen. Sie sind nicht vorher bei Kameradschaftsabenden, sie sind vorher nicht bei Stammtischen, sie sind nicht bei Aufmärschen und sie sind auch nicht bei Rechtsrockkonzerten, sondern sie sind vor allem in den sozialen Netzwerken. Aber wir betonen hier extra, Einzeltäter, ja, sie haben alleine geschossen, aber aufgestachelt durch eine Hassgemeinschaft. Darum denken wir, ist der Begriff Einzeltäter letztlich zu verkürzt. Wir reden hier von einer Hass-Community, die genauer in die kritische Diskussion gezogen werden muss. Die Attentate in Hanau und Halle haben uns gezeigt, dass jederzeit so ein Anschlag möglich ist. In den letzten Jahren mussten wir erleben, dass sich die gesamte radikale rechte Szene noch weiter radikalisiert hat. Und es hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass in der Mitte der Gesellschaft nachhaltig die rechten Ressentiments zugenommen haben. Das ermutigt die rechtsextreme Szene und das ist einer der Gründe. Der zweite Grund ist tatsächlich, dass sie ernsthaft der Meinung sind, dass weltweit ein großer Austausch der ureigenen weißen Bevölkerung stattfinden würde. Wenn sie es jetzt nicht stoppen, diesen Austausch, und das erhöht den Handlungsdruck, und das ist der zweite Grund, dann ist die weiße Rasse in ihrer Logik gesprochen oder die weiße Kultur verloren. Aus diesen beiden Motiven heraus erleben wir eben eine enorme Radikalisierung, das muss man wirklich doppelt betonen. Und das ist einer der Gründe, diese Radikalisierung, dass wir einerseits erleben, dass offensichtlich einzelne Personen in den sozialen Netzwerken mehr und mehr radikalisieren und dann auch einzeln zur Tat schreiten. Und der einzelne Täter hofft, in dieser Gemeinschaft hohe Anerkennung zu bekommen und gleichzeitig andere einzelne Personen wieder zu motivieren zu einem weiteren Anschlag. Und das ist in dieser Form eine neue Qualität. Die Attentate, die weltweit stattgefunden haben, haben eines gemeinsam, dass man wirklich sieht, dass dort eine Gamifizierung des Terrors stattgefunden hat. Sie alle, soweit wir es belegen können, haben sich tatsächlich auf Imageboards bewegt, aber eben auch in Gaming-Plattformen mitgemacht. Fast alle Attentäter haben da sozusagen auch einen Teil ihrer Biografie und ihrer Sozialisation gelassen. Und dann ist es naheliegend, dass sie dann eben auch in der Inszenierung dieses Bild gerne haben wollen. Wir haben den Titel Rechte Ego-Shooter aber aus zwei Gründen gewählt. Der eine Grund ist tatsächlich, es soll an die Ego-Shooter-Spiele erinnern, wobei wir deutlich sagen, in einem extra Kapitel, wir gehen nicht davon aus, dass jeder, der ein Ballerspiel spielt, ein Rechtsterrorist wird. Aber es kann eine Vorverfasstheit bringen. Und das Zweite, warum wir den Titel gewählt haben, ist, weil sie sich selbst aufwerten wollen. Sie wollen sozusagen ihr eigenes Ego durch die Tat größer werden lassen. Und das ist ja, so zynisch das jetzt klingen mag, beispielsweise bei dem Attentäter in Halle, der Versuch gewesen, er wollte auch gerne zu den großen Attentätern da gehören, die weltweit gemordet haben, wie Breivik beispielsweise. Und er räumt selbst in dem Livestream dann ein, dass er scheitert. Und tatsächlich in diesem Milieu, das so enorm verhetzt ist, was so enorm radikal ist, was so enormen Antifeminismus und Antisemitismus immer wieder reproduziert, wird er nicht als Held gefeiert. Er hat schlicht und einfach zu wenig Skoras. Er hat zu wenig getötet. Und da merkt man die gesamte Zynik dieses Milieus. In dem gesamten Spektrum haben wir mehr und mehr erleben müssen, dass ganz gezielt die sozialen Netzwerke
mehr und mehr für Propagandazwecke genutzt werden. Einerseits, um Debatten anzustoßen, andererseits Debatten zu verkürzen, mit Fake News zu desorientieren und andererseits aber eben auch, um Menschen anzusprechen, gezielter weiter in die Szene hineinzugehen. Und die All-Right-Bewegung ist da teilweise führend mit aktiv gewesen. Und das sehen wir auch daran, dass beispielsweise die Attentäter, die uns bekannt sind, meistens auch in irgendeiner Weise über die sozialen Netzwerke in dieses Milieu bis in die USA verstrickt gewesen sind. Bis heute, muss man leider sagen, ist das Attentat in München, wo anfänglich nicht gleich klar war, ist das ein rechtsextremistischer Anschlag und es über Jahre gedauert hat, bis in Bayern tatsächlich eben auch akzeptiert worden ist, staatlich, dass das ein rechtsterroristischer Anschlag gewesen ist. Bis heute sind immer noch nicht alle Ebenen ausgeleuchtet, wie tief diese Person auch damals schon, 2016, in den sozialen Netzwerken bis in die USA verstrickt und verankert gewesen ist. Wir befürchten im Übrigen auch, das scheint so zu sein, dass bei den Ermittlungen bei dem Attentäter in Halle, auch wenn wir die Anklage vor Augen haben, offensichtlich immer noch nicht die Kompetenz da gewesen ist, alle Ebenen der sozialen Netzwerke, in denen er sich bewegt hat, auszuleuchten. Das ist deshalb so wichtig, weil man da natürlich sehen kann, wie beginnen Radikalisierungsprozesse oder man kann eben auch sehen, wo bestehen Kontakte, aus welchem Milieu könnte vielleicht der nächste Anschlag dann kommen. Die Incels-Kultur scheint eine neue Kultur zu sein. Sie besteht aber schon seit etlichen Jahren. Es sind überwiegend junge Männer, die Zahl schwanken zwischen 50 und 100.000, die sich auf solchen Boards bewegen. Und hier ist tatsächlich festzustellen, dass das erstmal damit anfängt, dass das junge Männer sind, die selbst merken, Mann, ich sehe gar nicht so aus wie ein guter Mann, ich bin nicht so kräftig gebaut, so will ich sein. Es gibt also auch so einen Selbsthass und in der Szene selber werden auch gegenseitig abwertende Kommentare gebracht. Beispielsweise, ja, so wie du aussiehst, kannst du dich ja gleich ermorden. Und in diesem Diskurs, offensichtlich immer wieder spürbar, wird dann aber tatsächlich eben auch das Feindbild Frau mehr und mehr propagiert und auch in einer radikalen Form und unglaublich sexistisch aufgeladen. In diesem Milieu denkt man ernsthaft, dass eigentlich die Frauen so 12, 13, 14 als Jungfrauen noch attraktiv sind und danach beginnt eigentlich das Ende. Und diese Männer glauben ernsthaft, sie hätten das Recht auf diese jungen Frauen, weil sie Männer sind. In diesen Imageboarden wird dann diskutiert, dass diese jungen Frauen immer nach was Höheren streben, nach starken Männern. Obwohl sie selbst gar nicht so schön aussehen würden, diese Frauen, hätten sie aber diesen Anspruch, diese starken, kräftigen, richtigen Männer sozusagen als Partner gewinnen zu wollen. Und da schieben sie dann wirklich den Hass, weil sie sagen, ihr seht gar nicht so gut aus, nehmt euch das Recht heraus, eigentlich seid ihr die Richtigen für mich, auch wenn ich nicht der Supermann bin, wie ich gern sein möchte. Und da merkt man wirklich eine völlig verschrobene Sicht auf sich selbst, auf Männer, Frauen und Geschlechterrollen. Und wirklich, das drückt sich dann in radikalsten, sexistisch aufgeladenen Memes, Kommentare aus, die man sich tatsächlich manches Mal kaum vorstellen kann. Erst recht, wenn man bedenkt, dass wir hier von jungen Männern dann auch reden, die da in diesem Kontext sich weiter radikalisieren. Der Attentäter in Halle beginnt seinen Livestream eigentlich damit, dass er sofort Frauen verbal angreift, die mit Schuld seien an der Einwanderung. Da bewegt er sich wirklich in der ganz klassischen Rolle des Rechtsextremismus und eigentlich auch der Inselbewegung. Der Hanauer Attentäter argumentiert ein bisschen anders. Er stellt fest, dass er angeblich vom Verfassungsschutz Geheimdienste beobachtet würde, deswegen würde er keine Beziehung ein. Aber im Übrigen betont er dann, dass er eigentlich auch keine passende Frau gefunden hätte, die seinen Ansprüchen gerecht worden wäre. Und das ist genau die Logik, die sie dann beide wieder gemeinsam haben. Sie glauben, sie haben einen Anspruch auf Frauen und die Frauen haben dementsprechend so auszusehen, wie sie sich Frauen vorstellen. Und diese Szene stabilisiert sich enorm. Wir gehen hier von 50 bis 100.000 Anhängern aus, weltweit. Und die stacheln sich regelmäßig an, immer mehr frauenfeindlicher zu werden. Und da merkt man eben auch, das kann vielleicht mit einer kleinen Sorge begonnen haben, sich dort in sozialen Netzwerken zu bewegen, weil man eben alleine ist. Und dann kommt man in dieses Milieu, klickt sich weiter. So dark tief ist das gar nicht, wie manches bei den Medien kommuniziert wird. Und findet dann sozusagen Ansprechpartner, die einen weiter anstacheln. Und hier ist wirklich zu befürchten, dass dann bei diesem Anstacheln der Einzelne immer weiter sich radikalisiert, weil er sich permanent bestätigt fühlt mit seiner Position durch die anderen Einzelnen, die dort sozusagen global mit ihm kommunizieren.
Tatsächlich haben wir bei den Attentätern, die global zugeschlagen haben, immer wieder in den Pamphleten, Dokumenten feststellen müssen, dass ein radikaler Antifeminismus ganz zentral für ihren Treiben ist. Sie sind ernsthafter Meinung, dass gerade Frauen schuld sind an der Einwanderung, weil sie beispielsweise die Pille nehmen, weil sie eine Geburtenkontrolle vornehmen oder eben grundsätzlich die weißen Frauen zu wenig Kinder bekommen. Das halten sie ihnen vor und dann greifen sie sofort die Emanzipation an, die die Frauen sozusagen zu diesem Lebensstil hingebracht hätte. In dem gesamten Milieu bestehen ja verschiedene Verschwörungsnarrative. Und dann steht natürlich immer im Raum, wer denn die große Verschwörung gegen das deutsche Volk, die deutsche Kultur, die deutsche Rasse oder die europäische Rasse oder die amerikanische Rasse oder amerikanische Kultur vorantreiben würde. Und da ist eigentlich schon angelegt ein antisemitisches Narrativ, nämlich, dass dann immer wieder dann doch gefragt wird, wer ist es denn? Und tatsächlich bei einem Attentäter in Halle ist das offensichtlich, er benennt sofort am Anfang seines Livestreams, den glücklicherweise nicht so viele Menschen gesehen haben, tatsächlich dann eben auch die Juden als die Verursacher von den gesellschaftlichen Problemen. Das ist auch bei den anderen Attentätern weltweit zu sehen, dass immer wieder ein Bezug zum Judentum als Ursache von den gesellschaftlichen Problemen herangezogen wird. In dem Kontext ist uns aber auch sehr früh etwas anderes aufgefallen, nämlich, dass es eine klassische Verzahnung von Antisemitismus und Antifeminismus gibt. In doppelten Kontexten. Einerseits wird schon sehr früh im 18. Jahrhundert beispielsweise den Juden unterstellt, sie seien weibisch, hinterrücksig, und gleichzeitig wird den Frauen dann unterstellt, sie seien sexuell orientiert, könnten gar nicht geistig denken und würden deswegen beispielsweise wollüstig sein. Und diese beiden Narrative werden miteinander verschränkt und haben dann unter anderem zur Folge, dass schon sehr früh, beispielsweise im 18. Jahrhundert, Juden und Frauen als innere Bedrohung der eigenen Gemeinschaft wahrgenommen werden. Und das im Übrigen ist ein Phänomen, was wir nicht am Rande der Gesellschaft erleben, sondern in der etablierten Mittelschicht, wo wir auch schon dieses Phänomen haben, dass Antifeminismus und Antisemitismus zusammen gedacht wird. Die Frauen und die Juden werden als Feinde wahrgenommen gegen die bestehenden Verhältnisse. Und dementsprechend werden sie auch sehr früh diskreditiert und gesellschaftlich ausgegrenzt. Die Attentate in Halle und Hanau haben zu großen öffentlichen Entsetzen geführt. Über rechten Terror ist neu diskutiert worden. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, die Normalität der rechten Gewalt ist eigentlich kaum thematisiert worden. Statistisch gesehen findet in der Bundesrepublik pro Tag 58 Straf- und Gewalttaten statt. Im Alltag ist das mittlerweile so normal, dass darüber kaum noch medial berichtet wird. Und das ist das, was Beratungsstellen von Opfern rechter Gewalt schon seit einiger Zeit anmerken. Wenn die Tat nicht extrem ist, brutal ist, die Opfer nicht in irgendeiner Weise prominent oder in einer dramatischen Weise gestorben sind, hat es kaum noch medialen Widerhall. Und es ist dringend geboten, gerade im zivilgesellschaftlichen Kontext, darauf aufmerksam zu machen, dass der Terror von rechts täglich ist. Und der Terror von rechts bedeutet auch, dass Menschen mittlerweile wegen der rechten Gewalt Ausweichverhalten an den Tag legen. Dass sie genau überlegen, zu welcher Uhrzeit sie welchen Bus nehmen. Dass sie genau überlegen, wo sie abends lang gehen. Und das betrifft nicht nur Ostdeutschland, das betrifft auch Westdeutschland. Wir reden hier von keinem Ostphänomen, wir reden von einem gesamtgesellschaftlichen Phänomen. Die Entwicklung zeigt auch, dass vor allem der zivilgesellschaftliche Druck auch entscheidend ist, dass es zum Umdenken bei den Sicherheitsbehörden kommt. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, auch dort hat es lange, lange gedauert, bis zum einen man endlich sich vielleicht davon löst, von Einzeltätern zu sprechen, wenn mehrere Menschen vorher in den sozialen Netzwerken gehetzt haben. Hier sei einfach an die Ermordung von Walter Lübcke erinnert, der über Jahre in den sozialen Netzwerken angefeindet worden ist und dann ein Täter losgezogen ist, beziehungsweise mit einem Kameraden. Aber man merkt eben, das war ein langer Prozess. Und ein wenig habe ich auch das Gefühl, wenn man sich die Geschichte der Sicherheitsorgane der Bundesrepublik anguckt und wir gerade vor kurzem erleben durften, dass der Bundesinnenminister Horst Seehofer
endlich auch gesagt hat, die größte Gefahr in der Bundesrepublik geht vom Rechtsterrorismus aus, vom Rechtsextremismus aus, muss man auch deutlich sagen, das hat lange, lange gedauert, bis das endlich so deutlich ausgesprochen worden ist. Und ich denke tatsächlich, ohne den zivilgesellschaftlichen Druck hätten wir vielleicht auch immer noch eine ganz andere Diskussion. Das heißt nicht, dass der Staat in irgendeiner Weise nicht aus der Verantwortung genommen werden sollte. Ganz im Gegenteil, dort, wo Repression nötig ist, dort, wo staatliche Intervention nötig ist, muss sie geschehen und tatsächlich muss sie dort auch viel schneller geschehen. In dem Kontext sollten wir aber auch realistisch sein. Die Attentäter in Halle und Hanau haben auch die Grenzen aufgezeigt. Eine Totalüberwachung der sozialen Netzwerke ist unmöglich. Wer das diskutiert, ja, der redet davon, dass man die freien Entwicklungen in den sozialen Netzwerken komplett beschränkt. Entscheidend ist tatsächlich hier eher, dass in den sozialen Netzwerken, in den Gaming-Szenen beispielsweise oder Personen sensibilisiert sind und merken, Moment mal, da radikalisiert sich jemand und dann frühzeitig warnend. Wer hier nach schärferen Gesetzen brüllt, verkennt das Phänomen und ich befürchte, es wird immer auch eine Sicherheitslücke geben und darum ist es dringender, dass man auch die gesamtgesellschaftlichen Ursachen von rechter Gewalt als gesamtgesellschaftliches Phänomen versucht anzugehen. Die Tat ist das eine, aber dass Menschen zu Tätern werden oder Täterinnen, das hat gesamtgesellschaftliche Ursachen und über die reden wir viel zu wenig beim rechten Terror.